Ja, hallo meine lieben Zuseher, schön, dass du hier mit dabei bist. Es ist jetzt Samstag 6:30 in der Früh, also noch rechtzeitig. Und das Wetter, das passt gerade mal noch so. Ja, die Wolken sind da und es hat auch die letzten Tage anständig geregnet. Gestern war es mal sonnig, heute ist es wieder schier, wie wir in Österreich sagen. Und ich mache mich jetzt laufend in den Wald, ja, in den Wald, wo ich etwas sammeln werde, das für unsere Gesundheit sehr, sehr wichtig sein kann oder sehr, sehr wichtig ist, je nachdem, wie man es auch sehen möchte. Also, wir sehen uns dann gleich wieder, bald, bald, bald. Ciao, ciao, bis gleich. So, meine lieben Freunde, ich bin auf dem Weg in den Wald, na, 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 wie man das so wunderbar sehen kann. Und wir kommen auch, ich glaube, das ist so ziemlich der einzige Weinberg im Bezirk Braunau, beziehungsweise, ich weiß nicht, sogar in Oberösterreich. Also da hat wirklich mal wer angefangen, Wein zu bauen. Ich bin jetzt auf dem Weg direkt in den Wald hinein und da werde ich Fichtennadeln werde ich hier sammeln, weil die offensichtlich auch gegen Viren super gut sind. Ja, und deswegen bin ich am Weg im Wald, um diese Fichtennadeln, auch Kiefernadeln und Tannennadeln sind dazu zu verwenden, hier mal zu sammeln und das, wie es halt so georgtypisch ist, auszuprobieren. Ja? Wir wissen ja, der Wald leidet auch, die Bäume leiden und ich habe hier schon die Chance, gesunde Bäume zu finden. Ist ein riesiger Wald, wo ich hier lebe, einer der größten zusammenhängenden Waldgebiete Österreichs, Mitteleuropas. Also von dem her auch mal eine Traumgegend hier, wo man ganz schnell oder wo ich ganz schnell immer wieder in der freien Natur bin, ist eine privilegierte Situation und die Farben hier unglaublich herrlich. Also jetzt gehe ich einfach mal Fichtennadeln sammeln und wie und was und warum dieser Fichtennadeltee dann in Summe eben auch so gut wirkt. Da werde ich noch ganz kurz was dazu sagen, aber das mache ich dann zu Hause. Jetzt schauen wir doch einmal, dass wir endlich einmal ein paar so Fichtennadeln finden. Herrscht. So, meine lieben Freunde und Zuseher, jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen und Kiefern und Fichtennadeln gesammelt. Zumindest so viele, um einfach mal einen wohlschmeckenden Tee zubereiten, was ich auch schon gemacht habe und diesen auch schon ausprobiert. Eines kann ich auf jeden Fall vorweg schon mal sagen, er schmeckt hervorragend und das andere ist eben auch, dass hier dieses Video, das ist die YouTube-Version, die andere Version, so wie viele andere Videos, die hier auf YouTube eher kontrovers gehandelt werden und zum Teil eben auch gelöscht wurden, lade ich alle und zum Teil eben auch neu aufgenommen und mit neuen Erkenntnissen versehen auf Telegram wieder hoch, was ich zum Teil schon gemacht habe. Hier die Adresse von meinem Kanal auf Telegram. Diesbezüglich ist es natürlich für alle Interessierten ein Vorteil, auf diesem Kanal vorbeizuschauen und sich eben dann dort ein Abo abzuholen. Das mal so vorweg. Auch ist der Kiefernadeltee bezüglich Impfung. Doch das, wie gesagt, alles auf Telegram. Schau vorbei, da bekommst du die Informationen, was und den Kiefernadeln-Tee anbelangt. Ja, jetzt schauen wir mal, was denn über den Kiefernadeln-Tee alles so gesagt und eben auch weitergegeben wurde. Grundsätzlich geht es in diesem Tee um den Wirkstoff Suramin. Ja, der ist in allen Nadelbäumen wie der Kiefer, der Fichte, Tanne, Zeder
eben enthalten, und aus diesen Nadelbäumen kann man sich auch den Tee und sollte man sich auch den Tee zubereiten, weil eben durch die Teezubereitung die Wirkung am besten ist. Soramin wird zum Beispiel zur Behandlung der menschlichen Schlafkrankheit eingesetzt, die durch Parasiten, die Trypanosomen, verursacht wird, oder eben auch bei der Flussblindheit, die in dem Falle von Fadenwürmern verursacht wird. Ich gehe auf diese Krankheiten jetzt gar nicht so genau ein. Das kann man sich auf jeden Fall mal schnell googeln. Nur mal so als Beispiel, dass eben Soramin eben auch eine ziemliche Bedeutung in der Medizin eben auch hat. Als Soramin 1922 zur Behandlung der afrikanischen Schlafkrankheit eingeführt wurde, war es eines der ersten Antiinfektiva, das in einem medizinisch-chemischen Programm eben auch entwickelt worden war. Ja, Kiefernnadeln sind neben zahlreichen anderen Verbindungen sehr reich an Vitamin C, an Vitamin A, und die eine lange Liste von Vorteilen eben auch bieten. Eine koreanische Studie aus dem Jahr 2011 hat gezeigt, dass eben auch die Verwendung von Tannennadeln im Tee der beste Weg ist, um auf die antioxidativen Vorteile von Tannennadeln zuzugreifen. Die Studie zeigte, dass der Heißwasserextrakt von Kiefernnadeln eben Proanthocyanidine, die wir auch von OPC kennen, und Katechinen im Vergleich zu chemischen Extraktverfahren die höchsten antioxidativen Vorteile bietet. Es gibt noch andere bekannte Vorteile, die eben auch Tannennadeltee und der aus anderen Nadelbäumen hergestellte Tee gemeinsam haben. Darunter hat eben dieser Tee, der Tannen-Kiefernnadel- oder Fichtennadeltee, Kiefernnadeltee wirkt eben auch noch sehr abschwellend, er wirkt entgiftend, er wirkt harntreibend, immunmodulierend, er verbessert auch die Durchblutung, er ist belebend, lymphatisch, das heißt einen positiven Einfluss auf das Lymphsystem, er ist sehr entspannend, er lindert auch nervöse Erschöpfung und Müdigkeit, lindert Muskelkater, weiter ist er ja antiviral, er ist antibakteriell, er ist auch antifungal und noch viele, viele andere Wirkungen, auch desinfiziert er sehr gut. Doch diesbezüglich schaut einfach auf die Webseite, die ich euch hier einblende. Da könnt ihr diesbezüglich alles noch einmal in Ruhe nachlesen, zumindest was diese offiziellen Informationen behandelt. Ja, meine Lieben, genug der Worte, geh hinaus in die Natur. Das scheint mir eben in Zeiten wie diesen eins der wichtigsten Dinge zu sein, auf die wir auch zugehen sollten, wieder viel mehr uns mit der Natur zu verbinden. Ja, dann schaut auf meinen Telegram-Kanal, wie gesagt, eben auch dort GeoLebenTV. Bis dahin alles Gute, ich freue mich auf euch zum nächsten Video hier auf GeoLebenTV oder eben auch auf Telegram. Da gibt es dann auch die brisanteren und auch öfter mal ein Video, weil ich hier auch immer so kleine Vlogs hochlade. Ja, habt es noch schön heute. Ja, Daumen hoch in die Kommentare, eure Kommentare, und schaut auf meine Webseite bewusstgesund-geosixlebensmut.at. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Baba, ciao, tschüss und Servus.